Die Zukunft des RASPBERRYPI-Video. Ich möchte heute mal was zu der Zukunft des Raspberry Pi sagen, denn es wird eigentlich allmählich langweilig mit diesem Ding. Natürlich kann man mit dem Raspberry sehr viele Dinge machen, aber man kann auch sehr viele Dinge eben nicht machen, weil man immer auf Energie angewiesen ist, und mit einer Batterie läuft das Ding als Zusatz zwar auch, aber das ist eben nicht das Optimale. Es wäre sinnvoll, wenn man den Raspberry deutlich an den derzeitigen technischen Stand anpassen würde. Dieser kleine Computer hat natürlich den Vorteil, dass er eben so klein ist, aber wer will schon auf Dauer damit Lampen anleuchten lassen oder sonst ähnliche Elemente damit einschalten? Das Raspberry sollte so umentwickelt werden, dass er ähnlich eines, wenn auch schwachen Tablets funktionieren würde. Nun werden Sie sagen, dann kann man sich doch gleich ein Tablet kaufen. Nein, dieser neu zu entwickelnde Raspberry sollte weiterhin auf Linux laufen und es ist ja kein Problem, in ein Tablet bzw. dessen Format die entsprechenden Computerbausteine einzubauen. Es wird über kurz oder lang sowieso so kommen, dass Tablets wie ganz normale Computer funktionieren. Das gänge heute schon, wenn man nur wollte. Aber Tablets werden eben ausnahmslos mit dem Apple- oder Android-System gebaut, und da will man sich natürlich die Gewinne sichern. Es ist wirklich nur noch eine Frage der Zeit, wann die Computer, und damit meine ich die starken Computer, in Tablet-Format auf den Markt kommen. Aber dann hat der Raspberry sowieso ausgedient. Es wäre kein Problem, das Format des Raspberry in Form eines Tablets einschließlich eines Bildschirms auszugeben. Ein Bildschirm kostet für den Raspberry separat etwa 30 Euro, der Raspberry auch nochmal das gleiche, und man könnte einen Tablet Raspberry also für ca. 60 bis 70 Euro herausbringen, der aber in jedem Falle eine Powerbank enthalten muss, damit man auch außerhalb Strom hat. Die normalen Tablets leiden an einem enormen Preisverfall wegen mangelnder Nachfrage. Würde man statt Android Linux einbauen, würde das nochmal für einen kräftigen Nachfrageschub sorgen. Aber das Ding darf eben nicht über 60 bis 80 Euro kosten, komplett mit allem drum und dran. Man könnte mit dem neu zu bauenden Raspberry einiges machen. Ich will Ihnen mal was sagen. Mit dem derzeitigen Raspberry betreibe ich einen eigenen lokalen Radiosender, ganz einfach zu bewerkstelligen, in Deutschland allerdings genehmigungspflichtig, aber das geht nur, wenn man Stromanschluss hat. Mache ich das von draußen, muss der Laptop her, der hat ja eigenen Strom. Man könnte also mit einem Laptop mit kleinem Bildschirm und vor allen Dingen Akkustrom draußen sehr viel machen, da gibt's ungezählte Möglichkeiten, vom Filmen bis zum Radiosender in freier Natur.